Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Achso, Moment, falsche Ansicht. Sorry, dass letzte Woche keine Folgen kam, aber war mal eine Woche ohne Action. Dafür geht es jetzt wieder weiter. Wir müssen immer noch hier das Weizenfeld vom Vin Diesel dreschen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Moment, anlassen können wir eigentlich. Ich habe die Idee, dass wir Ende der Woche eine kleine Party bei unserem Hof veranstalten. Dazu müsste ich aber auch noch ein bisschen Steaks und so organisieren. Jetzt weiß ich gerade nicht, warte mal, ist die Bäckerei? Bäckerei ist auch schon im Besitz. Warte mal, da muss ich doch gleich mal telefonieren. Klingelingeling. Blabia. Servus, Volker hier. Ja, servus. Du, habt ihr Brötchen? Okay. Tablet. Ein paar Weizendinger oder so? Nein, leider nicht. Gar keine? Nein, keine. Warum nicht? Weil uns ist das Mehl ausgegangen. Ach, schade. Ja, dann kaufe ich irgendwo Übersee welche. Aber dann würde ich euch... Wie viele würdest du brauchen? Ja, eine Palette reicht. Locker. Ich notiere mir das. Ich brauche die aber Ende der Woche. Wird das was? Schau, was ich tun kann. Okay, bräuchte ich Samstag. Schau, was ich tun kann, okay, in dieser Zeit. Jo, Samstag wäre optimal, weil dann könnt ihr da, oder ihr bringt sie Sonntag einfach mit zum Hoffest zu uns, zu mir runter. Mhm. Weil da würde ich euch alle einladen. Okay, na, wie gesagt, schau mal, wie, was, wann. Ja, wenn nicht, gibst du mir rechtzeitig Bescheid, dann hole ich welche beim Discounter. Okay, na, sag ich. Weil ich hätte Schnitzel, Steak, nicht Schnitzel, und Würstchen hätte ich aus eigener Produktion. Und beim Neumann hatte ich schon eine Palette Bier bestellt. Okay. Das wäre Sonntag, hast du gesagt, gell? Sonntag, ja. Ja, sag ich Bescheid. Jo, gut, dann bis die Tage mal. Bis die Tage, ciao. Bringst deinen Bruder auch mit, ne? Ja, wenn er wieder von der Schule da ist, ja. Okay, gut, tschö. Bis dann, ciao. So, das ist schon mal gut. Wie voll sind wir denn? Ja, das ist wieder komisch hier. Ich habe wieder hier komische Ernteansätze. Moment, warte mal, ich muss hier irgendwie wenden. Und eigentlich fällt mir ein, wollte ich meinen LKW auch mal noch neu lackieren lassen. Muss ich mal gucken, wann wir das machen. Und was sagen eigentlich meine anderen Felder? Katastrophe. Sieht man nichts. Warte mal, können wir gleich nochmal telefonieren? Klingelingeling. Jäger. Hallo, Herr Jäger, Volker Wauner hier. Guten Tag, Herr Bruder. Ich hätte ein privates Anliegen. Ja, ich höre. Ich würde Sie gerne einladen zum Hoffest am Sonntag. Ist das etwa schon wieder? Was heißt denn schon wieder? Ja, das hätten wir vor kurzem erst gehabt. Nee, das war nur so ein Treffen für die Agrargemeinschaft. So. Ja, ein Hoffest bei mir an. Davor.
Ne, bei mir am Hof war noch kein Fest. Nee. Aber was anderes. Ach ja. Das, was ich im Kopf hatte, war, Weihnachten. ja, Weihnachten. Silvester. Das ist schon eine Weile her. Gucken Sie mal auf den Kalender. Wieder 2 Monate her. Ah, die Arbeit und Ups. so, da vergisst man schon mal ein paar Tage. Ja, das kann wohl sein. Ja, wie gesagt, am Sonntag würde ich Sie einladen. Gibt Ja. lecker Steak und Würstchen. Grünfelder Landpilz. Grünfelder Pilz. Also kommen Sie bitte privat, ja? Und dass wir uns da nicht missverstehen. Ja. Gut. Ups, also, da war ein Baum im Weg. Aber ich habe noch gebremst. Und zwar auf Privatgelände. Okay, gut. Dann würde ich mich freuen auf nächste Woche. Ja, auf nächste Woche. Nee, Sonntag. Ja, Sonntag, ja. Gut, tschüss. Tschüss. So. Was ist denn hier gerade am Dampfen? Ja, Moment, ich fahre mal gerade hier das Rohr aus. Schönen guten Tag. Servus. Servus. Was ist mit dem scheiß Feld hier los, ey? Das geht mir auf den Geist. Ja. Das ist irgendwie ganz komisch. Das ist auch. Was machst du denn, was macht denn hier gerade? Ich wollte jetzt gerade mit der Sämaschine hoch zum Stefan sein Feld mit Gras andrillen. Und was macht der? Er ist noch Wolle, glaube ich. Ne, der versorgt noch seine Schafe und dann wollte er die Weberei sich direkt holen. Und dann direkt die Wolle da reinfahren. Was er nur Ich. noch dann wissen wollte wegen Paletten, wie teuer die bei dir sind. Oh, Der Paletten. gute Frage, muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, ich habe gar keine vorrätig. Moment. Ja, das soll sich auch mal direkt bei mir. Ne, ich habe gar keine. Der kann sich auch mal selber bei mir melden. Ja, sag ich denn. Ja, ich müsste Holz holen. Ne, Holz ist da. Keine Brennstoffe. Hast du Stroh? Glaube im Lager, warte. Da habe ich noch Strom. Wo habe ich noch 189.000 Liter? Ja, warte mal, ich guck mal, ob ich gerade noch welches habe. Ich habe auch noch ein bisschen. Und hier auf den Feldern haben wir ja auch noch Stroh liegen. Das kannst du auch sehr gut als Brennstoff benutzen. Ja. Weil der Stefan, den habe ich vorhin selber gefragt wegen dem Stroh, der braucht keins. Oh, Sein Lager ist Dinkel steht gegenüber. gut. Weil sein Lager ist voll mit Stroh. Ist oben hin. Aber wenn du jetzt, kannst du mir einen, hast du noch einen Trecker am Hof? Ja, den Case. Oder mit welchem Trecker fährst du? Ich wollte jetzt mit meinem Johnny fahren, weil er die Drehmaschine ziehen kann, der Case nicht. Mist, Moment. Ach, Mist, da bin ich zu dick. Kann mal gucken, wie viel hier schon drin ist. Ja. Okay. Steht bei mir, bei dir am Hof noch ein Träger von mir? Nee, dein Glas steht bei dir auf dem Hof. Ach stimmt, ich bin ja mit dem Drescher ja gefahren. Könntest. Achso, nee, du hast keinen Anhänger mehr, oder? Nein? Oder warte? Ich weiß gerade gar nicht, wo meine ist. Ich glaube, den hat Stefan noch im Gebrauch wegen seinen Zwiebeln. Ne, den hier oder nicht? Das ist doch deiner. Das da ist deiner. Das ist der mit dem Drehschimmel. Ich habe einen Tandem. Das ist deiner. Ja, okay. Ja, okay, dann ist es so. Gut, dann machen wir weiter. Alles klar. Ja, ich muss mal gucken, wie ich nächste Woche oder diese Woche irgendwie, dass man das Holz noch verladen bekommt. Da braucht man dann deinen Trecker. Naja, darum habe ich ja jetzt auch extra die Frontladerkonsole dran. Ja, dann mach mal hinne und dann kannst du.
Dann kommst du nachher her und holst mich vielleicht ab. Alles klar. Der Weizen soll dann ins Silo. Ja. Okay. Gut. Gut. Bis später mal. Ciao. Ciao. Das fällt ja, das reißt mich noch zur, das treibt mich zur Weißglut, ey. Ich bräuchte halt unbedingt dann Stroh im Sägewerk, dass wir da wieder loslegen können. Es läuft nämlich gerade alles leer. Das ist nicht so gut. Und das Feld hier, das weiß auch nicht. Ja, fahren wir es einfach kaputt, dann hat sich das erledigt mit der Ernte. Ich weiß auch nicht, was hier los ist, ey. Irgendwie schlecht angesät oder keine Ahnung was. So, warte mal, ich muss den Neumann noch anrufen. Na, keiner da. Den Neumann noch einladen. Den Diesel muss ich auch noch einladen. Den Müller. Und wer halt beim Landhandel da ist. Weiß halt nicht, ob das Ganze hier in den einen Anhänger reingeht. Deshalb wollte ich jetzt nicht, dass er den Joskin nimmt, um mir das Stroh einzufüllen. Ach, was ist denn hier los, ey? Das gibt's ja nicht. Dass es so lange dauert hier. GPS-Aktualisierung dauert ewig heute. So. Dann probiere ich mal mein Glück beim Landhandel. Okay. Klingelingeling. Hallo, Cordes? Ja, Volker Varuna hier, servus. Ja, moin. Was geht denn bei euch so ab? Ja, nix. Wir sind gerade, also ich fahre gerade wieder zum Hof hoch. Ich habe ihnen ja die Palette da gemacht. Jupp. Haben sie hoffentlich viel Spaß mit.
Ja, da werden wir alle Spaß mit haben. Ich wollte sie nämlich einladen zum Hoffest. Ach, das ist ja nett. Das ist ja nett. Jo, am Sonntag. Am Sonntag, okay, ja, da haben wir auf jeden Fall Zeit. Jo, gibt leckere Steaks aus Ja. Eigenproduktion Das ist gut. und ein paar Würstchen. Okay. Also, wenn Sie Zeit haben, herzlich willkommen. Ja, das Würde mich machen wir auf freuen. jeden Fall dann. Gut. Und Jo. natürlich ein paar Bierchen habe ich natürlich auch für euch. Ja. Gut, dann freue ich mich bis Sonntag. Jo, Bringen Sie Ihren Chef mit, ebenfalls. ne? Ja. Gut, bis dann. Tschö. Tschö. So, in diesem Sinne, liebe Leute, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.